mein Name ist Iris Albrecht und ich habe mit Friederike zusammen diese Ausstellung aufgebaut. Wir haben uns die Kunstwerke angeschaut, die eingesandt wurden, und dann haben wir über Wandabwicklung versucht, das zu arrangieren. Und die letzten zwei Tage waren wir mit einem professionellen Team beschäftigt und haben die Bilder und die Sachen aufgebaut. Ich glaube, dass die VRS genau das richtige Niveau hat. Also du kannst wirklich da ankommen und sagen, wie muss ich den Pinsel halten, was muss ich machen. Also man wird da unheimlich gut reingeführt in diese Themen. Also es macht per se Freude, mit Menschen zu arbeiten, die in die Volkshochschule kommen und zu sehen, wie die künstlerisch sich entwickeln. Und das wirkt auf mich wieder zurück. Also es ist so eine Win-Win-Geschichte, auf jeden Fall. Anfänger haben genauso eine Chance wie auch Fortgeschrittene. Das ist auch oft durchmischt, das ist auch gar kein Problem. Und mir ist halt das Sehen auch sehr wichtig. Da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal den Blick nach außen, dass man wirklich lernt, dass man das Auge schult. Also ich finde es super spannend zu sehen, wer hier alles an der Volkshochschule unterrichtet, weil es gibt wirklich Installationen, Malerei, Zeichnung. Das ist ganz interessant zu schauen.